Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute werden wir die neuesten Waffen im Solar Smash Update verwenden. Man kann beispielsweise so eine riesen Nebula-Geist erschaffen. Man kann jetzt auch nicht nur Planeten, sondern auch das ganze Sonnensystem zerstören. Plus gibt es 4 neue Easter Egg Secrets, die ich euch vorstellen möchte. Und damit herzlich willkommen, Leute. Letzte Episode ist schon halbes Jahr her oder so. Und es gab einige Updates. Wir wollen das Ganze hier erkunden. So. Lasst uns langsam vorangehen, Leute. Erstmal müssen wir gucken, was für neue Waffen es gibt. Also das ist ja hier, glaube ich, ja, das ist Meteorit, das ist Classic. Dann haben wir hier den Hagel, Classic, den Mond. Ich denke, der Mond ist neu. Wartet mal. Wartet. Der Mond, den klatschen wir auf Südamerika, was meint ihr, Leute? Boom. Ha! Jetzt sind schon 1 Milliarde... Oh! Übrigens, das habe ich gelesen, als ihr mich nach dem Update erkundigt habt. Dieser Planet, diese Bilder, also man erkennt jetzt quasi, also hier mal Afrika ist noch Picobello. Diese Bilder sind von der NASA, also das ist tatsächlich sehr realistisch. Also, das ist zwar nur Videospiel, ein bisschen trashy auch, aber es ist sehr realistisch. Schwarzes Loch, ich kann mich tatsächlich, das ist doch neu. Das ist safe neu. Hundertprozentig ist das neu, das kenne ich noch nicht. Also, ihr kennt das jetzt vielleicht schon, aber für mich ist das hier neu. Ho! Leute, wartet. Der Autoklicker, ich muss hier definitiv heute noch den Autoklicker raushauen. Ich butterfly die schwarzen Löcher. Sieht das verstörend aus. Oh, null. Das ging jetzt aber schnell. Respawn. Ja, good old Europa. Wir halten die Zeit an. Hier haben wir den Blitz, den kennen wir safe schon. Das ist eine alte Geschichte. Ist das hier neu? Lass mal hitten. Aber das muss ja, glaube ich, die Zeit hier weiter, ne? So. Oh! Oh! Die ganze Welt tot von einer Rakete! Okay. Gut, ist anscheinend was Neues. Krass. Wir können direkt wieder resetten, das ging ja schnell. Mann, oh Meter. So. Das ist definitiv neu. Das ist ein Force Field. Das werden wir gleich auch noch in den Easter Eggs benutzen. Das heißt, damit können wir unseren Planeten schützen. Passt auf. Jetzt, seht ihr? Und jetzt könnte ich beispielsweise, wenn ich einen Laser nehme, kann ich nicht durchschießen. Seht ihr? Abgewehrt. Null Tode. Aber zählt, aber wenn ich jetzt hier vorbeischieße, ist Bruch, ne? Okay, dann ist Bruch. Alles klar. Gut, wir resetten und machen mal kurz was. Passt mal auf. Okay, wartet. Ich habe folgende Idee. Wir machen Force Field und safen hier wirklich mal komplett Rainer Reno. Wir nehmen Asien mit. Zack. So, Mittelmeerhammer. Jetzt Afrika. Zack, zack, zack. Alles rein. Hier noch Russland, China, Indien, Pipapo, Japan, da-da-da-da-dam, Australien, haben auch alles. Hier den Nordpol oder Südpol oder was auch immer das ist, Alaska. Hier, das müsste... Oh, ich bin voll verwirrt. Was ist denn das jetzt hier? Ah, das ist Nordamerika, das ist Südamerika. Also ihr habt, denke ich mal, schon gesehen, was ich jetzt vor... Oh, sieht das krass aus. Hilfe! Wie kann ich nochmal rauszoomen? Ach so. Oh, sieht das cool aus. Aber es ist... Leider mit dem Drücken. Das hat halt leider einen Cooldown. Also du kannst jetzt nicht wirklich so absolut krank spammen. Ich muss den Entwickler mal schreiben. Ich brauche hier eine gehackte Version. Ich sag so, wie es ist, ey. So. Okay. Das sieht mir schon sehr sicher. Oh, hier ist ja gar nichts geschützt. Ozean ist doch auch wichtig, ey. Mein Gott. Ohne Ozean ist das ganze Klima am Arsch, glaube ich. Bin jetzt kein Wetterexperte, aber... So. Also ich wollte eigentlich den ganzen Globus beschützen, so, aber ich habe mir das ehrlich gesagt ein bisschen cooler vorgestellt. Egal, wir machen Probe aufs Exempel. Wartet, Idee, diese Superrakete, die gerade auch den ganzen Planeten zerstört hat. Boom! Wird unser Schutzschild standhalten. Alter, wie langsam die fliegt. Stand, dieses andere Stand gehalten. Ho! Gar kein Problem, ey. Easy. Und hier? Aber gehen die irgendwann auch kaputt, ist die Frage. Weil guck mal, die leuchten schon auch relativ... Die leuchten nämlich auch so ein bisschen. Guckt euch das mal an. Aber die sind echt stabil. Kann ich die jetzt... Oh, okay, die kann man von der Seite kaputt machen.
Weiß jetzt nicht, was uns diese Erkenntnis bringt, aber wir haben es auf jeden Fall gelernt. So, was ist denn das hier? Wartet mal, es ist ja alles aber sehr beschützt. Na, da kann man ja gut Waffen testen. Jetzt wartet mal, kenne ich das schon? Ah, das ist jetzt so ein super... Nee, das ist ein Bohrer. Kenne ich den schon, Leute? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich den schon kenne. Boah, ich habe aber ich Alzheimer, ne? Ich habe aus Versehen zwei... Ey, die bohren sich da aber safe durch, oder? Das hält doch jetzt nicht stand. Aber ich glaube, die sind neu, die kenne ich nicht. Das sind so Bohrer-Raketen, die kenne ich ja safe nicht. Wir machen mal Zeitraffer. Ja, 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 die kommen da durch. Oder? Nee, Zeitraffer ändert tatsächlich nichts irgendwie. Also die kommen da anscheinend nicht durch. Doch, oder? Nee, die werden immer zurückgebufft. Okay, kommen tatsächlich nicht durch, die Bohrarzen. Kommen wir zum... Warte, wir resetten vorher. Kommen wir zum krass... Das kennen wir schon. Wurm, Kraken und hier ist der Nebula-Geist. Boom. Wartet, wartet. Rauszoomen, rauszoomen. Wow. Wow. Krank. Ist das cool, ey. Oh, ist das cool. Ach du heilige Güte. Quadruple-Schlag jetzt. Aber man konnte doch auch irgendwie... Wartet mal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah, okay. Da, die kann man nicht konfigurieren, leider. Die haben keine Funktion. Doch, den konnte man. Ach, das ist aber so ein Laser. Den kennen wir doch schon. Hier, rot, stark, boom. Errungenschaft, eine Waffe angepasst. Aha, Erfolge gibt es jetzt also auch. Okay, aber da lebt ja jetzt ja wirklich um gar keiner mehr, ey. Wir könnten eigentlich aus Joke mal wieder, wartet mal, das haben wir zwar schon mal gemacht, aber vielleicht sieht es ja, was machen die denn jetzt? Ich muss erstmal das hier abwarten. Ich wollte eigentlich mal so die Flat Earth Easter Egg machen, Secret, aber haben wir ja beim letzten Mal schon gemacht. So, man muss das Ding für Flat Earth einfach, vielleicht habt ihr ja das letzte Video nicht gesehen, dann ist das zwar wirklich Schande, aber, ah, so. Aber dann zeige ich euch das ganz kurz, das ist zwar jetzt nichts, ey, ein Planet zerstört, Errungenschaft, ho! So ein Erfolg-Hunter, ey. Platin-Player einfach. Ich glaube, das müsste reichen. Wenn wir jetzt resetten, müsste eigentlich eine Flat Earth kommen. Kommen wir zum ersten Secret. Man muss diese Raketenattacke auf 66 Raketen stellen, geht dann in den Fokus-Modus. Ne, da kannst du nochmal genau aimen. Da siehst du, guck mal hier, Fadenkreuz, siehst du. Zack, zack, musst du ein bisschen aimen. Und wenn man dann abfeuert, kann man tatsächlich dieses Ding steuern. Seht ihr? Ich kann das Ding steuern. Ha! Geil, ey. Okay, wartet. Boom. Zack. Hier kann ich schießen. Ist jetzt wahrscheinlich am Handy ein bisschen besser zu steuern. Australien. Weg mit euch, ey. Ihr habt so viele eklige Spinnen. Jetzt mussten die Spinnen dran glauben, ey. Man kann, warte, schaffe ich es, mich durchzuschießen? Jetzt mal testen. Boah, ich kann ja gedrückt halten. Wieso drücke ich denn immer wie ein Affe? Leute, denkt ihr, ich komme durch? Denkt ihr, ich komme durch? Man sieht es ja jetzt gerade nicht. Ah, glaubt ihr? Ich hör auf. Nein, ich bin auf jeden Fall nicht mal ansatzweise durchgekommen. Easter Egg Nummer 1. Man kann diese Raumschiffe jetzt fliegen. Tatsächlich. Kommen wir zu Easter Egg Nummer 2. Das hat mit dem Tentakelatzen was zu tun. Passt mal auf. Wir platzieren jetzt den Oktopus, den riesen Planetenzerstörer-Oktopus. Machen wir genau hier. Und jetzt müssen wir schnell sein. Wir stoppen mal kurz. Jetzt brauchen wir nämlich das Force Field. Was wir auch hier hin platzieren. Ich mache am besten ein paar mehr. Aus Sicherheitsgründen. Oh nein, ich habe den. Was ist da denn? Das ist ja... Oh Gott, ist das Bruch. Oh nein, ich glaube, ich war zu langsam. Okay, ich glaube, wir müssen das tatsächlich in einer normalen Welt machen. Mit Flat Earth scheint das nicht so gehen. Der hat sich einen ganz schönen fetten Brocken hier genommen. Okay, warte, wir wollen zur normalen Erde wieder zurück, bitte. Dankeschön. Wir stoppen die Zeit, machen den... Octopus? Octopus spawned. Force Field spawnt auch. Aha. Geht sich das aus? Geht sich das aus? Oh, ich war zu langsam, glaube ich. Doch, es klappt. Okay. Fehlgeschlagen, Leute. Wartet, wir machen Pause. Nochmal neu. Zack. Und zack. Go. Jetzt muss es aber eigentlich klappen. Ja, ja, das ist auch perfekt eigentlich soweit. Yeah, Mann, ich habe ein paar Versuche gebraucht.
Wir haben das Ding so gehäckselt, ey. Ho! Boah, sieht das eklig aus. Ja, verschwind mal besser, ey. Besser ist, ey. Ho! Okay, das war, ne? Das war Easter Egg Nummer 2. Man kann dieses Ding tatsächlich häckseln. Auch sehr interessant. Easter Egg Nummer 3 können wir eigentlich direkt noch machen, da... Na, nee, doch, ich will eine clean Erde. So. Easter Egg Nummer 3 sind nämlich diese netten Dinger hier. Die sorgen zwar für eine relativ heftige Explosion, ja, dienen aber auch so ein bisschen als Schutzschild. Passt mal auf. Passt mal auf. Ihr seht die Dinger, ne? So, haben natürlich ein bisschen was kaputt gemacht, aber normalerweise würde ein Mond ja viel mehr kaputt machen. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ein Mond auf die Erde klatscht. Der wird wie ein Bouncing Ball einfach weggeballert, ey. Wo ist er hingeflogen? Da fliegt er. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das mit... Klappt das mit? Werden hier nicht jetzt mehrere spawnen? Klappt das? Ich habe 2 jetzt verdoppelt. Sind es 2? Ah, man kann anscheinend nur 1 spawnen. Okay, warte, dann machen wir mal den hier. Wird das auch abgeprallt? Oder bei dem nicht? Nee, warte. Aua, Alter. Ist halt so heftig übersteuert. Hilfe. Okay, da scheint das nicht zu funktionieren. Nur bei Monden, warum auch immer, alles klar. Secret Nummer 3. Ja. Okay, ich liebe die Kusche, ey. Leute, wenn wir im Pause-Modus, also sind jetzt hier bei Pause gerade, das heißt, die Welt ist pausiert, wie der Name schon sagt. Wenn wir jetzt die ganze, tatsächlich kann man auch die meisten Waffen gar nicht benutzen. Die geht aber, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ein Feature. Und ihr seht, dass da was übrig bleibt, was man nicht weglasern kann. Das gehört nicht zur Erde. Das ist das nächste Easter Egg, nennen wir es mal. Ich weiß nicht genau, ob das so gewollt ist von den Programmierern, aber es sieht arschgeil aus. Wartet mal ab, bis ich fertig bin hier. Ich bin gleich fertig, Leute. Der ist leider nicht ganz so stark, wie ich mir das gern wünschen würde. Aber geht schon. So, jetzt hier noch den Zippel. So, Hammer. 3, 2, 1. 0,5. Haben wir's? Ja. Das sieht doch so geil aus. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht mal genau, was das ist. Das sieht aus wie so ein Gehirn, ne? Das müsste nur so blau sein, nervenmäßig irgendwie. Dann könnte das Original so eine Aufnahme von einem Gehirn sein. Ey, Hilfe. Wartet mal, jetzt vielleicht den Typen? Was passiert, wenn ich jetzt einfach den Typen da reinspawne? Ah, das löst sich auf, sobald ich Pause wegdrücke. Ey, da ist noch ein Zipfel. Okay, das war alles zum Planeten. Wir gehen jetzt zum Sonnensystem. Let's go. Es gibt einfach Hades. Boah, ist das cool. Guckt mal, das kommt mit Asteroidengürtel. Ey, das ist echt so cool gemacht. Komm, mein Guter, box da mal richtig rein. Nimm dir mal einen. Boom! Wenn Minecraft wieder die Aufnahme rumgebackt hat. Boom, Alter. So, okay, wir gehen ins Hauptmenü. Checken mal kurz die Errungenschaften. Das ist tatsächlich das Interessante, glaube ich. Weil ich sollte doch hier Level 6. Habe hier schon einige abrasiert. Sonnensystem. Wir haben hier unser Sonnensystem. Die fette Sonne. Ich habe hier auch schon verschiedene Meteoroidenhagel gestartet, die eigentlich gleich in die Sonne connecten sollten. Wir haben hier Merkur, Venus, Erde mit unserem Mond, Mars, Jupiter, Uranus haben wir da ganz hinten. Wartet mal. Oh, ich kann gerade, glaube ich, nicht, weil ich hier jetzt so... Da haben wir Uranus. Ich weiß nicht, was da mit seiner Textur los ist. Dann haben wir hier Saturn und ganz, ganz hinten ohne Freunde der arme Neptun, ey. Meine Güte. So, aber die brauchen gefühlt 100 Jahre, um in die Sonne zu fliegen. Guckt euch das mal an, wie langsam die fliegen. Ich war mal Zeitraffer. Oh, die Sonne gewinnt an Explosionskraft, also so an Energie, glaube ich, durch die... Oder sieht das jetzt nur so aus, weil ich beschleunigt habe? Oh, ich weiß nicht, das sieht mir schon irgendwie gefährlich aus. Wir platzieren mal ein schwarzes Loch neben der Sonne. Das sieht die schwarz... Das sieht ein Teil der Sonne auf. Jetzt machen wir noch eins. Oh, das sieht sehr cool aus. Jetzt hier neben der Erde machen wir noch eins. Zack. Und die Erde ist weg. Und der Jupiter kommt jetzt auch näher. Guckt mal. Hier, der Jupiter macht so einen Knick, ey. Warte mal, die anderen müssten doch auch einen Knick. Der Mond wird absolut weggeschossen. Ich weiß nicht, wo der Mond gerade... Die Sonne ist gerade implodiert. Und alle Planeten sind gelöscht. Tja, jetzt natürlich der hier Uranus... Oh, die haben überlebt. Ja, das ist aber doch nicht realistisch, oder? Der Neptun würde doch nicht eine Explosion der Sonne überleben, oder? Also ich bin jetzt kein Astrophysiker, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Pluto ist auch noch hier am Leben, ey. Chillt sich hier draußen auch noch ein. Okay, und jetzt haben wir hier so eine Nebula-Wolke mäßig. Okay, wir machen mal weiter. Mal sehen, was dann passiert. Nix, ne?
Was ist, wenn schwarze Löcher neben schwarzen Löcher? Fressen die sich gegenseitig so mäßig? Nee. Doch! Hey, das haben. Doch, man kann das schwarze Loch vergrößern. Ich mache das heftigste schwarze Loch. Oh mein Gott, es leckt. Das war nicht gut, was ich gemacht habe. Es leckt abnormal. Das ändert sogar die Textur oder so. Ich mache hier so ein fettes schwarzes Loch, Alter. Hilfe. Und der Saturn wird so reingesogen, ey. Ich weiß zwar nicht, warum der jetzt in die anderen schwarzen Löcher geflogen ist. Weil eigentlich ist hier das Fette, aber... das ist nicht gut, was ich jetzt gerade hier mache, glaube ich, für meinen PC. Aber ich will, dass die sich eigentlich connecten. Das wäre doch das wirklich Heftige hier, oder? Ja, hier, ja, ja, die fangen an zu connecten, gut. Ich will die, dass das ein riesiges Loch ist, Leute. Aber es ist nicht so leicht. Man kann die nämlich nur spawnen, wo kein anderes. Oh, Alter, der Planet ist aber mit 400 Millionen km/h ist der da in das schwarze Loch reingescheppert, ey. Oh. Okay, ist irgendwie relativ unspektakulär, aber das ist, glaube ich, ein schwarzes Loch. Das hätte, glaube ich, wirklich, ich meine, ihr müsst überlegen, das ist so groß wie die Sonne. Das ist auf jeden Fall ein schwerer Kaliber, würde ich jetzt mal sagen. Was ist, wenn ich jetzt hier so einfach so Dinger spawne? Oh! Alter, was passiert mit dem Ding? Kann ich die bewegen etwa? Oder wie habe ich das gerade geschafft? Alter, hä? Ich kann die bewegen, glaube ich. Nee, das ist, glaube ich, weil ich einfach nur diese Dinger da spawne. Werden die einfach... Ziehen die sich gegenseitig an aus irgendeinem Grund. GG, ey. Das war Solar Smash. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Also das soll ein Daumen sein. Kann man das erkennen? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Flankt den Like-Button, flankt auch den Abo-Button und klickt auf jeden Fall auf das Video, um zum nächsten Video zu kommen. Nicht verpassen. Bis dahin, euer Wensan. Ciao.